So, jetzt bin ich hier bei den zwei Galgo-Buben. Ich muss die Gunst der Stunde nutzen. Das ist Guapo. Guapo? Guapo war normal zusammen mit Quito und Alfonso und ist dort überhaupt nicht rausgekommen. Jetzt hat er heute den Zwinger gewechselt und ist mit dem Neuzugang. Ich glaube, er heißt Manchego. Er ist heute Morgen angekommen, da war ich nicht da. Der wurde heute Morgen vom Jäger gebracht. Und ja, da ist er, der große Bursche. Ganz neu, noch ein bisschen scheu, hat viele, viele Macken. Also hat wahrscheinlich auch viel durchmachen müssen. Ne? Ein hartes Leben hinter sich als Jagdhund. Und ich möchte euch auch nochmal zeigen, hier steht der wunderschöne Guapo, der seinem Namen alle Ehre macht. Ein ganz wunderschöner Galgo. Also 65 rum wird er haben, ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr, kann man immer so schwer schätzen, ne? Ohne Maß. Aber ihr seht, er ist zugänglich, der möchte kuscheln jetzt. Wahrscheinlich haben seine Brüder ihn gemobbt oder seine Verwandten oder wie auch immer. Ne? Also hier ist er auf jeden Fall total zugänglich, man kann ihn anfassen, schaut ihn euch an, er ist wunderschön. Ein ganz wunderschöner Galgo. Wunderschön, sehr sanft, sehr lieb, eher so ein bisschen zurückhaltender, nicht aufdringlich. Ganz, ganz toll. Ja, und da kommt nochmal der, glaube ich, Manchego heißt er. Wenn ich mich nicht täusche, Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Der ist auch nett, aber natürlich heute erst angekommen. Und natürlich, ja, ist gut, Schatz. Ne, ist noch alles neu, alles stressig. Ja, ihr seht dann hier am Hals, die haben immer die Halsbänder um den Hals, ganz eng. Das habe ich beim letzten Jäger auch gesehen, der die Galgos gebracht hat. Und dadurch ist es immer so weggescheuert, weil die haben natürlich keine Martingales oder passende Galgo-Halsbänder, sondern normale, die ganz, ganz eng am Hals liegen immer. Ja. Also das ist unser Neuzugang von heute. Und das ist hier der wunderschöne Guapo. Ich hoffe, man sieht, wie Guapo der Junge ist, weil er ist wunderschön. Und er ist gar nicht mehr so scheu hier, ne? Also, such dir einen schönen Galgo, der nicht ganz so draufgängerig ist. Aber vielleicht entwickelt er sich ja noch so, das kann man natürlich nicht wissen. Dann nimmt Guapo, ne? Guapo! Thank you.